Ach, dieser Regen nervt. Du nervst. Ich hoffe, er hört bald auf. Ich hoffe, du hörst bald auf. Ich muss mich neu frisieren. Du musst dich neu frisieren. Und du bist hässlich. Wie immer, dein Sinn für Humor beeindruckt mich überhaupt nicht. Hey, war das eine Beleidigung? Find selbst heraus. Endlich, nach langen Jahren bin ich zurückgekehrt und jetzt ist es an der Zeit... Moment. Das war eine Beleidigung. Meiner waren, als ich dann nach Hause kam, hatte der Besitzer schon an jemand anderen vermietet. Und deswegen nennen sie... Hey Leute, seht ihr diesen unheimlich guckenden Typen in der Gasse da? Oh, ja. Ja, der ist unheimlich. Oh, Moment. Ich meinte diese Gasse. Sie sahen ein bisschen aus wie Ed, mit einem Bart. Sei nicht albern, nur Tom kann sich eine Bart wachsen lassen. Ich hab ne Krankheit! Das kann unmöglich ich gewesen sein. Oder vielleicht doch. Nein, kann es nicht. Oh, warte. Vielleicht. Ich bin du aus dem fernen Jahre 2000 und... Cola wurde auf der ganzen Welt gesetzlich verboten. Und nach ein paar Jahren ist mir klar geworden, dass es nur einen Weg gibt. Ich musste in die Vergangenheit reisen... um mich selbst zu töten, um mich so vor einer schrecklichen Zukunft zu bewahren. Das sieht nicht gerade futuristisch aus. Wollte mein Hühnchen extra knusprig. Das ändert gar nichts. Entschuldigen Sie mich, ich habe extrem wichtige Sachen im Büro zu tun. Was für ein netter junger Mann. Oh nein, ein riesiger Laser. Hilf mir, Superman. Keine Angst, mit meinen Kräften kann ich alles auf der Welt stoppen, solange es kein Laser ist. Nehmt, was ihr braucht und dann raus hier. Ich hab dich vermisst. Ausweis, nein. Medizin, nein. Schmuck und Juwelen, nein. Ah, meine Glücksdose. Matt, komm schon, wir müssen los. Okay, ich bin auf dem Weg. Entschuldigt, Jungs, ihr werdet mir fehlen. Gut, Zeit für Operation Mega-Ausbruch 4. Öffnen. Eintritt. Enter. Brokkoli? Hey, Ed! Also, Jungs, die Nudeln waren für dich, die Tacos für dich und für dich? Was immer du willst, Honigmaus.
Ich hätte doch lieber nur eine Fleischpastete. Okay, wollt ihr dabei auch was trinken? Ah, wir hätten gerne eine, zwei, dann machen Sie zwei Gläser Cola, bitte. Warum rennen wir eigentlich vor dem Typen weg, wenn er sowieso nur Ed töten will? Hey! Weißt du, ohne Ed, da wären nur du und ich und... Das wäre scheiße. Ist euch aufgefallen, dass das das meiste ist, was wir jemals zusammen gesprochen haben? Hey, Ed! Heilige Epoche in einer Pizzaschachtel! Blut, 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 Blut. Was lässt euch denken, dass euer Zukunfts-Ich nicht weiß, wo ihr euch verstecken würdet? Was? Und warum hat das denn so lange gedauert, uns zu finden? Halt's Maul und jetzt mach dich bereit zu sterben! Warte, woher sollen wir wissen, dass du wirklich etwas der Zukunft bist? Also, ich habe die Glücksdose. Und ich weiß genau, wie wir sie gekriegt haben. La 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 la. Ohne Dose. Einsteck. La 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 la. Er hat recht. Nun, wo das aus der Welt ist, mach dich bereit zu sterben. Moment mal, würde das nicht irgendein Paradoxon herbeirufen oder so? Sei nicht albern, so etwas passiert nur in Film, 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 Film. Das wird härter, als ich dachte. Sieht aus, als bräuchte ich ein bisschen Verstärkung. Entschuldigung, aber hast du... Oh mein Gott, er hat seinen Arm abgebissen. Renn weg. Ups, sieht so aus, als hätte ich sie ein wenig erschreckt. Hilf mir. Oh, das würde ich gern, aber du weißt ja, Zeitreisen und Paradoxen und so ein Zeug. Meanwhile. Es ist gut, dass wir eine zweite Zeitreisemaschine haben. Jetzt müssen wir nur noch Ed finden, bevor er irgendetwas verändert. Oh, er ist ein toter Mann. Also, wo sollen wir zuerst suchen gehen? Ich weiß nicht, aber ich hoffe, sein Vergangenheits-Ich hat genug Verstand, um sich zu verstecken. Ich bin abgelenkt. Wer kauft diesen Schrott? Ja, ich denke, wir sollten zurück zu den Autos. Zeit, das endlich hinter mich zu bringen, mit meiner Armee von Helfern. Edison, Sir Ed, Edius und Edge. Nun gibt es keinen Ausweg. Attacke, meine Mitglieder! Wie kann dieser Plan noch schlechter werden? Bleib genau da stehen. Oh Gott, ich bin alt! Hey, warum dieses Augenteil? Erinnerst du dich an den Laser, den du ins Gesicht gehalten hast? Ja. Schlechte Idee. Wie auch immer, Ed, wir müssen dich aufhalten, bevor du die Zukunft zerstörst für deine eigennützigen Pläne. Nein, ich werde nicht zurückgehen. Ich werde nicht zurückgehen in diese colafreie Zukunft. Nein, Susan! Nicht mein Gesicht! Matt, schnell, hilf uns! Heute?
Heute haben wir das Vergnügen, ihn als Gast zu haben, den Künstler, Autoren, Gründer und König von einfach allem auf der ganzen Welt. Einfach bekannt als Matt. Sag uns, Matt, wie bist du auf die Idee gekommen, einfach alles zu erschaffen und zu bestimmen, was existiert? Also, als ich diese Zeitmaschine bekommen, ich meinte, erfunden habe, da war natürlich klar, dass diese Zeitsprünge in die Zeit... Alles ich hasse, liebe Matt!